Ich reise in die georgische Hauptstadt, nach Tiflis. Auch hier ist die Solidarität mit der Ukraine deutlich spürbar. Genau wie die Abneigung gegenüber Russland. Was auffällt, die vielen europäischen Flaggen, selbst am Parlament. Zwischen 80 und 90% der Georgier befürworten einen EU-Beitritt. Im Dezember hat das Land den Status als Beitrittskandidat bekommen. Georgien in die EU zu bringen, das ist das Ziel von George Melaschwili. Der Politikwissenschaftler hat das Europäisch-Georgische Institut gegründet. Er will vor allem junge Menschen ansprechen. Warum glauben Sie, ist das so wichtig? Ich glaube, dass es nicht nur wichtig ist, sondern entscheidend. Die georgische Demokratie ist eine relativ junge Demokratie. Wir lernen immer noch, wie man in einer demokratischen Gesellschaft lebt. Unser sowjetisches Erbe, gegen das wir ankämpfen, ist leider stark. Und wir glauben, dass die Jugend die Kraft ist, die Georgien in ein modernes, europäisches und demokratisches Land verwandeln kann. Auch wenn der Krieg gegen die Ukraine tragisch sei, George Melaschwili versucht in den aktuellen Entwicklungen auch etwas Gutes zu sehen. Russlands Nachbarn distanzierten sich immer mehr von Moskau. Glauben Sie, dass Putin in Wahrheit das Gegenteil von dem bekommt, was er sich von dem Angriff auf die Ukraine versprochen hat? Dass er die Nachbarländer eher von Russland wegtreibt? Aus der Perspektive der russischen nationalen Interessen kriegt Putin definitiv nicht, was er wollte. Finnland und hoffentlich bald auch Schweden sind in der NATO. Georgien ist viel näher an der EU. Er bekommt also auf jeden Fall mehr und mehr Probleme. Georgien und Finnland, zwei ganz unterschiedliche Nachbarn Russlands, die seit dem Krieg in der Ukraine einiges verbindet. Die Furcht vor Putins Russland auf der einen Seite, aber auch der Wille, sich vom großen Nachbarn zu distanzieren, in Richtung der westlichen Bündnisse.